Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Der Tatort der heutigen Folge befindet sich ganz in der Nähe von Enzbruck, hier alles schön zu erkennen. Zur Orientierung mal ganz kurz den Streckenverlauf eingeblendet. Das hier in Blau wird die Schnellfahrstrecke werden, die von Enzbruck ausgehend dann hier weiter über die Karte entwickelt wird. Und das sind jetzt mal so die ersten, ich schätze mal, 2 bis 3 Streckenkilometer. Also am Start der Schnellfahrstrecke. Wir beginnen mal mit dem Gebastel und etwas Infrastruktur. In Form einer Landstraße, die hier auch irgendwie dann noch über den Berg hin drüber geführt werden wird. Hier einmal über die Gleise drüber. Dann kommen noch ein paar Feldwege dazu. Einfach um schon mal so ein bisschen die Basis zu schaffen. Ich habe ein recht modernes Tunnelportal hier hergenommen, so ein Röhrentunnel. Und ich werde es ein bisschen reduzierter gestalten, also gerade so den Bereich des Tunnelportals. Da habe ich es ja zum Beispiel bei der viergleisigen Strecke schon ein bisschen übertrieben mit diesem ganzen Mauerwerk und so weiter. Da habe ich mich diesmal etwas zurückgehalten und das Ganze eben, wie gesagt, ein bisschen minimalistischer gestaltet. So, hier muss erst nochmal eine vernünftige Brücke drüber. Keine Standardbrücke, sondern einfach eine ohne Pfeiler genommen. Und dann habe ich hier mal versucht, mit diesen ganzen Modbox-Elementen hier ein bisschen was hinzubauen. Was ich so oder zumindest so ähnlich schon öfters mal bei realen Eisenbahnbrücken zu sehen bekommen habe. Ist vielleicht nicht ganz perfekt geworden, aber ich finde, das ist so ein Setup ist immer ganz nett anzusehen. So, alles mal schön hier so ein bisschen einbetonieren. Auf der anderen Seite gestalten wir das ganz ähnlich. Auch hier wieder mit diesen abgeschrägten Elementen. Alles Betontextur natürlich. Und ich finde es eigentlich ganz schnucklig. So, das ist erstmal die Grundstruktur der Brücke. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen begrünen. Etwas Gebüsch aufpinseln. Etwas großzügiger Gebüsch aufpinseln und dann fange ich an, hier so die ersten Bäume in Streckennähe manuell zu platzieren und dahinter liegend praktisch wird ein bisschen großzügiger aufgeforstet. Und hier wird es generell auch im weiteren Verlauf der Schnellfahrstrecke auch einige Waldgebiete geben. Es kam neulich auch mal in den Kommentaren, dass sich doch sehr viel, sagen wir mal, Ackerland und Landwirtschaft und viel urbares Gebiet halt im Verlauf dieser neuen viergleisigen Strecke gebastelt habe. Und das stimmt auch und das ist auch in dem Bereich so gewollt, aber einfach mal eine Strecke wirklich über mehrere Kilometer einfach nur durch den Wald durchzuführen, ist schon auch ein gutes Thema. Also, und nehme ich mir zu Herzen, werde ich auch noch mit umsetzen hier auf der Karte. Gerade im Bereich der Schnellfahrstrecke, die wird ja schon auch ein bisschen länger werden. Werden wir dazu genügend Gelegenheit haben. Und auch hier eigentlich mit relativ reduzierten Mitteln auch versucht, möglichst viel Vielfalt reinzubringen. Also gerade hier mit diesen ganzen Gräsern, ihr habt das gerade schon gesehen, mal so eine kleine Blumenwiese mit angelegt. Immer versucht, ein paar farbliche Highlights noch mit einzubauen. Eine möglichst gute Mischung insgesamt zu finden. Dann hier werden wieder ein paar von diesen Granitfelsen platziert, aber auch das eher ein bisschen reduziert, weniger als mehr. Um es einfach mal nicht total maßlos zu übertreiben. Bisschen aufforsten noch, jetzt kommen noch ein paar Nadelbäume dazu. Alles sehr gezielt an der Stelle. Aber auch das eher reduziert. Also ich habe tatsächlich so versucht, so ein bisschen als Maßgabe herzunehmen, weniger als mehr. Und das ist auch manchmal keine so schlechte Idee. Dann weiter noch ein bisschen in der Detailarbeit. Alles noch ein bisschen mit Gebüschen auffüllen hier. Punktuell noch ein bisschen mehr Variation in die Vegetation bringen. Also einfach praktisch auch mehrere Lagen drüber gepinselt und dann halt mit einer geringen Stärke. Und dann ergibt das eigentlich immer ganz nette, schöne, bunte Bilder hier. Also ein buntes Gesamtbild. Nette Blumenwiesen und sowas. Dann einen Kabelkanal habe ich hier direkt noch mit reingezogen.
Der ist leider ein bisschen uneben geworden. Muss ich mir mal überlegen, ob ich den vielleicht nicht nochmal auswechsel. Kabelkanäle, wenn man sich die anschaut in der Realität, sind also schon sehr geradlinig, sage ich mal. Und hier ist der in Bereichen einfach so ein bisschen abgeknickt. Aber ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. So, noch ein bisschen Detailarbeit in Form von Schmierereien entlang der Brückenkonstruktionen, wie man das eben aus der Realität kennt. Hier hat sich irgendein Hans verewigt, sehe ich gerade. So. Und noch ein bisschen weitere Detailarbeit. Ein, zwei Wandersleute sind natürlich auch unterwegs hier. Spaziergänger etc. Radler. Noch ein bisschen Texturarbeit. Hier nochmal den Feldweg ein bisschen aufräumen. Ein bisschen sauberer darstellen. Und die ersten Züge sind auch schon unterwegs. Okay, eine Kleinigkeit noch hier nochmal. Ich habe hier schon eine Autobahn verlegt, zumindest mal in groben Zügen, wie man sehen kann. Da kommt jetzt noch eine kleine Anschlussstelle dazu, um hier auch die ganzen Landstraßen irgendwie noch mit einzubinden. Die ganze Infrastruktur soll ja auch irgendwie Sinn ergeben. Hier nochmal ein weiterer kleiner Fußweg, der sich noch dazu gesellt. Hier nochmal eine kleine Ebene geschaffen, um da auch nochmal ein kleines Detail zu platzieren. Hier so eine kleine Holzhütte einfach nochmal hingestellt. Noch ein bisschen im Bereich Vegetation nachgearbeitet. Ja, und das war es im Wesentlichen schon. Also sehr kleiner Bauabschnitt, aber es ist zumindest mal der Anfang der Schnellfahrstrecke. Und wie schon angesprochen, hier nochmal in Rot eingeblendet, das wird dann der weitere Verlauf werden. Also ihr seht schon, da haben wir noch einige Gleiskilometer vor uns. Und hier ist jetzt auch zusätzlich die viergleisige Strecke mit eingeblendet, damit man das schon mal so ungefähr einordnen kann, wie hier die Gleisverläufe dann sein werden. Dann zeige ich euch natürlich wie üblich auch noch ein paar Ingame-Aufnahmen, wo ich dann auch schon ein bisschen weiter gekommen bin. Also das habe ich dann ein paar Tage später aufgenommen, wo auch der nächste Bauabschnitt schon zumindest so im Rohbau dasteht. Und ihr seht auch, in der Detailarbeit entlang der Strecke hat sich ein bisschen was getan. Hektometertafeln sind zum Beispiel auch schon dazugekommen mittlerweile. Und der Twindex hat mittlerweile auch seinen Weg auf die Karte gefunden. Den hatte ich noch vor Release. Freundlicherweise durfte ich die Beta-Version so ein bisschen testen. Und das ist eben jetzt noch die Beta-Version. So, das heißt, mittlerweile ist er ja erschienen und die finale Version unterscheidet sich vielleicht noch ein bisschen davon, falls ihr euch wundert, falls der nicht genau dem entspricht, was ihr euch möglicherweise runtergeladen habt. Ist aber auch egal. Jedenfalls habe ich den hier erstmal auf die Schnellfahrstrecke geschickt, auch wenn das natürlich jetzt kein Fernverkehrszug ist, sondern würde eher auf die viergleisige Strecke als Regionalzug passen. Ist mir schon klar, aber ich wollte ihn hier erstmal auf diesem Streckenabschnitt einfach fahren lassen, um den ein bisschen zu filmen. Ansonsten ist natürlich hier eher der schnellere Fernverkehr unterwegs in Form von diversen ICEs, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Es ist insgesamt ein bisschen kürzer geworden, die ganze Filmerei. Wenn es mir gelingt, zeitlich das noch unterzubekommen, dann werde ich vielleicht noch einen kleinen Nachschlag hinten dran schnibbeln. Ansonsten ist hier relativ frühzeitig Schluss heute. Liegt einfach daran, dass ich momentan, das ist jetzt noch die letzte Folge, die ich praktisch noch vor meinem Urlaub vorproduziere, damit ich dann in der Woche, wo ich frei habe, einfach ein bisschen Ruhe habe und gar nichts machen muss. Deswegen seht's mir nach, wenn es heute tatsächlich mal etwas kürzer gehalten sein wird. Das wird sich natürlich auch wieder ändern. So, der nächste im Bunde ist ein Intercity, ganz klassisch. Ohne Werbelackierung, gar nichts, einfach eine Verkehrsroute 101. Die hier einen Intercity auf die Schnellfahrstrecke schiebt. In dem Bereich sind die Züge noch relativ langsam unterwegs, weil eben hier direkt diese Kurve kommt. Und vor dem Tunnel wird halt auf 100 runtergebremst. Die höheren Geschwindigkeiten werden dann erst im weiteren Streckenverlauf kommen. Irgendwann geht das dann auch nach ein paar Kilometern in die LZB über und dann sind die auch zumindest mal abschnittsweise auch wirklich schnell unterwegs.
Hier nochmal eine Sonderlackierung hier. Azubis gegen Gewalt. In schicker schwarz-gelber Farbgebung das Ganze gehalten. Und hier habe ich es tatsächlich auch hinbekommen, wie man sehen kann, Hektometertafel in den Tunnel hineinzufummeln. Gar nicht so einfach. Aber das nur am Rande erwähnt. Wir bleiben im aktuellen Bauabschnitt. Im Hintergrund kann man schon so ein bisschen was erahnen, was da so als nächstes alles über die Bühne gehen wird. Es wird auch eher idyllisch gehalten sein hier größtenteils. So, HP0, kurz vor dem Tunnel. Hier auch nochmal schön zu sehen, dass diese Mod mit diesen Signalen wunderbar funktioniert. Dass die Züge einfach vor den Signalen schon so, ich glaube, 8 Meter oder so zu stehen kommen. Oder ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ein paar kleinere Details. Hier kommt noch eine Speiseleitung dazu. Auch dazu wird es natürlich nochmal eine Bastelzeitraffer geben. Und ich habe diese Speiseleitung sogar hier oben noch manuell verbunden. Hab da extra noch ein Kabel verlegt. Und hier verschwindet das Ganze dann im Untergrund. Auch ein schönes Detail. Werde ich auch in etwas größeren Abschnitten hier sicherlich noch weiter mit einbauen auf die Schnellfahrstrecke. So, der nächste ICE, ein Dreier in dem Fall, kommt aus Innsbruck und hier für der Kurve in etwa fangen sie dann auch langsam an zu beschleunigen. Und dann geht es so grob erstmal Richtung 200 km/h hoch. So, der Kollege hat jetzt auch HP1, glaube ich, sagt man, oder HP2, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ein grünes Signal bekommen. Und darf sich weiter auf den Weg Richtung Innsbruck Hauptbahnhof machen. Der nächste, wieder ein ICE3. Ebenfalls aus Innsbruck kommend, aus dem Tunnel heraus. Auf die Schnellfahrstrecke. Ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Clickbait, weil es wird mit Sicherheit in den Folgentitel irgendwas mit Schnellfahrstrecke kommen, aber sie sind eben hier noch nicht so schnell unterwegs, aber das dauert einfach seine Zeit. Hier habt ihr schon mal so einen kleinen Ausblick. Dort werden sie dann langsam schneller werden. Parallel dazu, die Autobahn finde ich auch immer ganz nett, wenn das ab und zu mal so ein bisschen parallel alles zusammenläuft. Er gibt einfach nette Bilder und da in die Richtung wird es dann im Laufe der Zeit alles, wird das alles weiterentwickelt werden. Diese ganze Schnellfahrstrecke ist doch auch ein größeres Projekt. Aber diesmal habe ich es halt schon wesentlich früher begonnen als auf der alten Karte. Und das wird auch wesentlich detailreicher werden. Das habe ich ja mehr oder weniger auf der letzten Karte noch irgendwie noch so zusammengedengelt, damit es halt irgendwie filmbar ist. Aber wirklich zufrieden war ich damit natürlich nicht. Und das soll hier schon ganz anders werden. Zwischenhalte wird es auch gehen. Also zumindest einen. In Form eines Knotenbahnhofes, der dann verknüpft sein wird mit dem Regionalverkehr. Also da wird schon ein bisschen was zu sehen geben. Und wir werden einige Gleiskilometer haben. So, hier nochmal der Twindex. Kurz in den Fokus genommen. Bisschen mit gesurft hier. Und langfristig wird der natürlich dann auch im Regionalverkehr seine Heimat finden und eben nicht hier auf der Schnellfahrstrecke. Wobei der ja schon auch 160 km/h, glaube ich, hinbekommt. Den kann man also hier schon fahren lassen. Aber langfristig wird das hier natürlich alles dem Fernverkehr vorbehalten sein. Also wirklich nur die schnellen Züge. So, der darf natürlich auch nicht fehlen. Der IC2. Auf vielfachen Wunsch. Auf die Karte gebracht. Auch der dreht hier aktuell seine Runden auf der Schnellfahrstrecke. Ja, freue ich mich schon drauf. Also es war mir auf jeden Fall wichtig, hier praktisch noch vor meinem Urlaub zumindest mal den Baustart zu realisieren, damit ich diesen Bauabschnitt schon mal so ein bisschen eröffnet habe und dann einfach je nach Zeit und Laune und Lust und Motivation hier immer wieder Kilometer für Kilometer weiterzubauen. Außenrum ein bisschen Kulisse zu schaffen. Hier hat man auch schon mal so einen kleinen Ausblick auf das Kommende. Und abschließend hängen wir uns nochmal kurz hier surfermäßig an einen der Fernverkehrszüge, der gerade von der Schnellfahrstrecke kommt und jetzt langsam ein bisschen hier runtergebremst werden wird. Tempo 100. Ah, schön, freue ich mich schon sehr drauf. Hohe Geschwindigkeiten,
flotter Fernverkehr, eine schöne lange Schnellfahrstrecke. Da haben wir noch einige nette Folgen vor uns, denke ich. Das soll es aber gewesen sein an der Stelle. Ich habe es ja schon erwähnt, wenn es mir noch zeitlich gelingt, hier noch ein bisschen Bonusmaterial mit reinzupacken, dann geht es jetzt eben noch ein paar Minuten weiter. Und falls nicht, dann halt nicht. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.